Hi und willkommen zum wohl letzten Part von Clash Royale. Ja, wir haben Part 100 und das heißt, dass die Misere und dass die Reise in diesem Spiel heute enden wird. Ja, wir haben wirklich 100 Parts lang gelacht. Wir haben 100 Parts lang geweint. Wir haben 100 Parts lang geschrien. Und teilweise auch sehr viel Spaß gehabt. Und ja, alles hat mal ein Ende. Genauso wie dieses Let's Play hier. Es wird Zeit. So, machen wir erstmal die Clan-Truhe auf. Vielleicht können wir zum letzten Mal noch eine Legendäre ziehen. Ich denke nicht dran. Ich denke zwar nicht dran, weil ja, es ist eine Level 8er Clan-Truhe. Ich denke, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich gering. Aber man darf natürlich immer noch hoffen. Leider nicht, aber zweimal den Golem. Alles klar, okay. So. Was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, dass wir heute vielleicht sogar noch ein Turnier machen. Wir nehmen an irgendeinem... Oh, okay. Gut, wir müssen wohl irgendwie... Okay. Können wir nicht einfach so an einem Turnier teilnehmen, an so einem Random-Turnier? Schade. Schade. Na gut, dann würde ich mal sagen, machen wir zum letzten Mal noch ein paar Duo-Kämpfe. Vielleicht noch mit Abonnenten. Vielleicht haben sie Bock, vielleicht auch nicht. Und ich denke, man sieht ja auch an der Clan-Mitgliedszahl. 43 Mitglieder. Die Leute wissen noch nichts von ihrem Glück. Also der Part, in dem ich gesagt habe, dass das Let's Play bei Part 100 endet, der ist noch nicht raus. Weil ich dieses Projekt ziemlich auf Vorrat aufgenommen habe. In der letzten Zeit, dadurch, dass halt Clash Royale immer zweitägig kam, habe ich halt jeden Tag einen Part aufgenommen und dementsprechend kam auch immer so ein Part bei allen zwei Tagen so raus, dass ich halt dementsprechend Vorrat gemacht habe. Das ist so das Ding. Und ja. Was ich damit sagen will ist, ich habe so viel Vorrat aufgenommen in der letzten Zeit, dass ich Part 100 jetzt gerade am 5. Februar aufnehme. Dabei kommt der Part eigentlich sehr viel später. Ich weiß nicht wann genau. Ich weiß nur, dass er wahrscheinlich so gegen Mitte Februar bis Ende Februar kommen könnte. So viel dazu. Bin mir aber auch noch nicht sicher, ob das hier wirklich der letzte Part sein soll, weil gerade wenn irgendein cooles Update kommt, würde ich das halt ganz gern zeigen. Würde ich euch ganz gern auf dem Laufenden halten. Da müsste ich mal gucken. Das wird man sehen. Vielleicht bin ich irgendwann so motiviert, dass ich mir denke, hey, es gibt ein Update, das zeige ich euch mal. Vielleicht ist es aber auch irgendwann trotz meiner Zeit mal Feierabend zu sagen, wie jetzt an diesem heutigen Tage, wie zu diesem heutigen Pate. Ihr wisst Bescheid. Da werden wir mal sehen. Status quo jetzt ist, das Let's Play wird bei 100 Parts enden. Wenn aber irgendwas Wichtiges noch zu zeigen ist, wenn was Wichtiges rauskommt, dann werde ich natürlich mich nicht dazu lumpen lassen. Oder dann werde ich mich mal dazu bewegen, euch zu zeigen, was denn so
an neuem Stuff rausgekommen ist, rauskommen wird und was so der neueste Shit in Clash Royale ist. Da wird man sehen. Einfach Geduld haben. Ja, also, es könnte sein, dass in baldiger Zukunft dennoch noch etwas kommen wird zu Clash Royale. Ja, einfach warten. Immer mal wieder auf dem Kanal vorbeischauen. Dann wisst ihr Bescheid. Also deswegen noch nicht den Flint ins Korn werfen, auch wenn ich in den letzten Parts ziemlich klar gesagt habe, jo, bei Part 100 endet es, seid trotzdem noch auf dem Kanal aktiv. Wartet die Zeit ab. Wenn ein cooles Update kommt, dann werde ich es euch zeigen. Ich werde jetzt nicht zu jeder neuen Challenge, die es gibt, oder zu jeder, ich sag mal, in Anführungsstrichen, neuen Challenge ein Video machen. Das heißt, jetzt bei der Dreifach-Elixier-Herausforderung werde ich jetzt kein Video machen, weil das haben wir schon gesehen. Ja, wir wissen, was es ist, wir wissen, worum es geht. Dementsprechend ist das nicht notwendig zu zeigen. Das tut nicht Not. Und, moin. Cool. Also wenn es keine Notwendigkeit gibt, euch was zu zeigen, dann werde ich es euch auch nicht zeigen. Sollte klar sein. Da das jetzt endlich geklärt wäre, würde ich sagen, mit einem ganz lieben und ganz großen Applaus lassen wir den Funky mal einen Angriff machen. LOL. Und das hat ja wunderbar geklappt. Hauptsache, der Inferno-Turm ist weg, weil der ist wirklich nervig. Hey, wo ist denn die Prinzessin hin? Wieso ist die jetzt gerade gestorben? Keine Ahnung. Schade, noch ein Hit und der Tower wäre tot gewesen. Schade, schade, Marmelade! Perfekt mit dir. Perfekt. Ach, kommt schon. Ja, aber trotzdem so, gerade solche Spiele, die halt verloren gegangen sind, weil wir halt nervige Gegner hatten. Das ist halt so der Abfuck und deswegen bin ich ganz froh, wenn wir das Let's Play dann auch mal vor die Hunde gehen lassen, ne? Ja gut, es waren auch Level 11er, da kann man halt nichts erwarten. Was halt auch so ein Punkt ist, wo ich keinen Bock mehr habe, weil immer dieses Kämpfen gegen Spieler, die vom groben Wert her, vom Level her besser sind als du. Die haben höhere Life Points bei den Königs- und Kronentürmen, deren Kartenlevel sind meistens höher. Du brauchst länger, um ihre Tower zu zerstören, weil sie halt mehr Lebenspunkte haben als du. Was halt unfair ist. Was halt bis jetzt noch nicht gefixt worden ist. Oder was heißt gefixt? Das lässt Supercell ja drin, weil es ja voll fair ist. Und so, ne? Also, wir merken so, Clash Royale ist wirklich ein sehr, sehr faires Spiel.
Sarkasmus aus, Ironie aus. Ja, ein wirklich sehr, sehr faires Spiel. Na, von Anfang bis Ende. Ich meine, jetzt in letzter Zeit hat es mich halt nicht mehr so groß gestört, weil ich mich damit abgefunden habe, weil ich das nicht jedes Mal ansprechen wollte. Aber ja, man darf diesen Kritikpunkt ja noch nicht vergessen. Und man kann auch vielleicht mal hier so ein paar abschließende Worte zu Clash Royale finden, ne? Weil wenn es vielleicht wirklich das letzte Video ist, oder der letzte Part ist, wie finde ich denn dieses Spiel hier? Es ist kein schlechtes Mobile-Game. Es hat sogar hier und da sehr viel Spaß gemacht, gerade mit Abonnenten zusammen zu spielen und so. Das war wirklich sehr lustig. Aber trotzdem finde ich, gibt es hier einige Fehler im Spiel, die nach wie vor nicht gebalanced oder gefixt worden sind, die nicht rausgepatcht worden sind. Was halt in meinen Augen ein No-Go ist. Das sind halt viele Sachen. Die ich bis heute gesagt, das Balancing ist halt meistens für den Arsch. Du legst Karten und sie werden nicht so gezählt, als werden die gelegt. Du legst zum Beispiel nach oben rechts einen Knall und manchmal kommt es vor, dass der dann irgendwo anders gelegt wird oder sowas zum Beispiel. Das fuckt halt ab. Oder halt generell die Gegner, die Community. Die Community ist für den Arsch. Das ist halt auch so das Ding. Ne? Ich habe halt keine Lust mehr in einer Community zu spielen, in der jeder meint, er müsste Smiley Spam oder das als Demütigung benutzen. Gerade zu Anfang von Clash Royale, wo man das noch nicht ausstellen konnte. Mit dem, ich sag mal, in Anführungsstrichen, Chat. Das war damals schon wirklich eine sehr, sehr nervige Angelegenheit, so. Das hat mich gerade in der ersten Staffel sehr abgefuckt, weil ich glaube, das Update, dass man den Chat ausstellen kann, gab es erst dort. Ja, und dementsprechend war das schon wirklich zu der damaligen Zeit sehr, sehr, sehr nervig. Und hat sehr gestört. In meinen Augen. Klar, das wurde relativ schnell behoben. Aber ja. Dann, wenn wir hier mal zum großen Punkt kommen möchten. Namens Karten. Rotation oder generell das Karten bekommen. Manchmal bekommst du halt wirklich Karten, die du nicht brauchst. Das sind also Truhen, die zum Beispiel, also wenn du zum Beispiel sagst, hey, so wie wär's denn jetzt mal wieder mit einer Bogie-Karte, und dann bekommst du halt wirklich aus jeder Truhe nur Müll raus. Das ist halt auch relativ demotivierend. Ist klar, es ist natürlich ein Random-Encounter-Game, das heißt, du weißt halt nicht, was für eine Truhe du als... gut, du kannst die Truhenreihenfolge eigentlich bestimmen, das war ja schon relativ zu Release klar, wie die Truhenreihenfolge ist, aber du weißt halt nicht, was sich in diesen Truhen verbirgt. Das ist das große Problem.
dass wenn du mal wirklich Thron gebraucht hast, Thron wolltest. Oder wenn du dir jetzt mal eine Truhe gekauft hast und dir dort eine legendäre Karte erhofft hast und da nichts bei rumkam. Oder wenn du mal eine epische Truhe gekauft hast und dir jetzt mal, weiß ich nicht, einen Packer gewünscht hast und du ihn nicht bekommen hast, war das schon wirklich damals auch sehr, sehr bitter. Also meistens bekommst du wirklich Müll aus den Truhen. Aber so ist es halt bei einem Random Encounter Game, wo es wirklich komplett random ist, was du kriegst. Aber das ist ja auch so ein bisschen diese Überraschung. Ne? Ist ja bei Lootboxen nicht anders. Und das ist ja auch so eine Art Lootbox-System. Ne? So, ja. Neben der Community also der Cringe-Faktor der Truhen. Ich bin mir gar nicht sicher, hatte ich in meinem ersten Let's Play, in der ersten Staffel, in den ersten, ich glaube, waren es 200 Parts, ich bin mir gar nicht sicher, aber, oder war das die zweite Staffel? Ich weiß es nicht. Hatte ich in der ersten Staffel des Let's Plays jemals eine legendäre bekommen? Das war das Let's Play, das ich 2016 gestartet habe. Es war Anfang 2016, März 2016 war das. Und, ja. Ich weiß gar nicht so genau. Ich weiß gar nicht so genau, ob ich da jemals eine Legendäre gezogen habe. Ich bin mir gar nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, in diesen ersten 100 Parts aus 2016 habe ich nie eine Legendäre bekommen. Was ich auch sehr, sehr schade fand. Dafür ging es aber in der zweiten und dritten Staffel umso mehr ab. Und ich meine, man hat es ja auch gesehen. Oder man hat es ja auch irgendwie gemerkt. So, damals zu 2016er Zeiten war die Drop-Chance einer legendären Karte halt sehr viel niedriger. Heute ist es ja etwas erhöht worden. Da kannst du auch mal aus einer Gratistruhe, aus einer Silbertruhe irgendeine Legendäre ziehen. Klar ist die Wahrscheinlichkeit geringer, aber ich hatte immer das Gefühl gehabt, dass meine ganzen Clan-Kameraden haben irgendwie meistens geschrieben so, ja, ich habe einen Friedhof aus einer Holzkiste bekommen, zum Beispiel so. Ne? Das war damals auch so eine Sache. Und ich denke mir so, hätte ich die auch mal das Glück bekommen können? Thanks. No problem. Aber so ist das halt eben, ne? So, das zu legendären Karten. Ich finde, dass man momentan legendäre Karten häufiger bekommen kann. Das finde ich gut. Das ist eine gute Sache, weil das motiviert auch so ein bisschen zum nochmal spielen. Ich bin mal sehr gespannt. Ich werde ja offscreen weiter trainieren. Ne? Ich werde ja so ein bisschen offscreen weiterspielen. Ich werde diesen Clan jetzt nicht links liegen lassen. Ich werde hier und da mal wieder online kommen und wer weiß, vielleicht bekomme ich ja mal aus der Silbertruhe, wenn ich es gerade nicht aufgenommen habe, eine legendäre Karte. Wer weiß. Vielleicht werde ich das auch in solchen Momenten mal, ja, mal sehen. Kurz showcasen. In einem ganz kurzen Sondervideo von wegen so, hey, guck mal, Jungs, was ich aus einer Silbertruhe bekommen habe. LOL. Wir werden es sehen. Also, das Spiel. Wie finde ich das? Runtergebrochen auf einen Satz. Ein ganz cooles, langzeitmotivierendes Mobile Game. Klar, mit einigen Schwächen. Kein Spiel ist perfekt. Auch Mobile Games sind nicht perfekt. Und ich hab ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass du hier groß Geld ausgeben musst, um gut zu sein. Weil man, wie gesagt, jetzt auch häufiger legendäre Karten bekommen kann. Also ein wirklich langzeitmotivierendes Mobile Game mit einigen Schwächen. Auch wenn ich jetzt zwar einiges weggelassen habe, wie zum Beispiel, dass die Community von Clash Royale voll für den Arsch ist. Ich meine,
Klar, der große Vorteil für dieses Spiel war ja auch, es wurde halt meistens durch YouTube promoted und durch YouTuber promoted. Das war der große Vorteil für Supercell, dass dieses Spiel wirklich 2016 so unfassbar durch die Decke gegangen ist. Ich glaube, Clash Royale ist ja jetzt schon erfolgreicher als Clash of Clans. So. Es kann sogar sehr gut sein, dass Clash Royale im ersten Jahr von 2016 bis 2017 schon erfolgreicher gewesen ist als Clash of Clans in seinen ganzen Jahren zusammen. Also muss man auch mal wieder hier zugute halten, ne? Das muss man echt würdigen. Dass das Spiel es geschafft hat, so einen Hype um sich zu erzeugen. Was halt gerade durch YouTube und durch die YouTuber so passiert ist. Das muss man wirklich sagen. Gegen diese beiden Typen würde ich jetzt auch gerne etwas sagen, was ich mir jetzt mal lieber erspare. Ja, wir haben es im Let's Play oft gehört, das H-Wort. Ne? Sagen wir H-Sohn. Ja. Das ist nämlich auch so ein Ding. Dieses Spiel bringt einen wirklich zum Ausrasten. Ne? Also, wenn du gewinnst, bist du der glücklichste Mensch auf der Welt. Und wenn du halt immer nur verlierst, du im Duokampf scheiß Teammates bekommst, was halt wieder auf dem Argument zurückzuführen ist, dass diese Community total für den Arsch ist, dann sage ich mal so, hast du auch nicht so viel Bock, dieses Spiel nochmal irgendwann groß zu spielen. Ja. Die Community ist halt wirklich für den Arsch und das zeigt sich in so vielen Bereichen, auf so vielen Ebenen einfach. Das fängt ja schon beim Duo-Kampf an oder beim generellen Spielen gegen die, bei Einzelkämpfen auch gerade ist das auch mega präsent. Aber ja, ich denke, ich hätte genug zu diesem Spiel gesagt. Ihr kennt meine Meinung. Außerdem ist auch meistens die Meta für den Arsch. Das muss man auch noch hier ganz klar sagen, ne? Die Meta ist so oft für den Arsch, so. Es gab Zeiten, da sind die Gegner ständig mit Elektromagier und Megaretter rumgelaufen. Was auch hier in diesem Kampf gerade der Fall ist. Ne? Wie man hier wieder ganz klar erkennen kann. Also, was auch heißt, so die Leute in diesem Spiel. Die Leute in diesem Spiel kopieren sich meistens die Decks von irgendwelchen YouTubern. Und da du diese YouTuber ja nicht schaust, hast du auch dementsprechend diese Lücke. Das heißt, du bist halt relativ, ich sag mal, einzigartig, weil du halt Decks hast, die anderen nicht haben. Womit es aber natürlich schwieriger ist zu gewinnen, weil, wie gesagt, hier, Megaretter, 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 Megaretter in letzter Zeit. Megaretter, 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 Elektromagier. Was halt total zeigt, was das hier für ein Direktspiel ist teilweise. Ne? Dieses Spiel ist halt echt scheiße. Ich würde auch sogar vielleicht sogar revidieren, dass ich sage, es ist ein gutes Mobile Game. Ich würde sagen, es ist ein okayes Mobile Game, weil es halt so viele Schwächen hat und Lücken hat, weil ja, gerade in Sachen, dass du halt nur gewinnen kannst, wenn du die neuesten legendären Karten hast und so. Die meisten Haarsohn-Kinder, wie auch diese zum Beispiel, kaufen sich dann halt eben ein. So, ne? Das ist nämlich auch so das Ding. Also, auch in Sachen Pay-to-Win muss ich vielleicht ein bisschen zurückrudern und sagen, vielleicht
ist das Ganze doch ein bisschen Pay-to-Win, weil wenn du halt bezahlst, kommst du auch dementsprechend mehr und häufiger an legendären Karten dran. Dementsprechend kommst du auch höher. So, du brauchst ja nicht mal Großskill. Wenn du Mega-Ritter gut legen kannst, wenn du den Elektromagier gut legen kannst, wenn du den Schweinereiter gut legen kannst, was halt absolut kein Skill erfordert, dann gewinnst du halt häufiger Matches. Ne? So ist es halt eben. Okay, ist MOBA-Game mit einer Lücke, mit einer relativ großen Lücke, aka Schwächen. Das ist Clash Royale in meinen Augen. Das wäre es für dieses Let's Play. Wie gesagt, vielleicht kommt irgendwann nochmal ein Update-Part oder so. Ein extra Part, ein extra Video. Ich denke, das geht dann bei Part 101 weiter. Aber regelmäßig wird dieses Let's Play wahrscheinlich nicht mehr und nie mehr werden. Rechnet auch bitte nicht mit einer vierten Staffel. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Let's Play. Guckt auch gerne in Clash of Clans rein. Dem, wie ich finde... Ich weiß nicht. Wenn ich sagen würde, ist Clash Royale oder Clash of Clans besser? Ich weiß es nicht. Beide Spiele haben ihre Schwächen. Das kannst du nicht so miteinander vergleichen. Na gut, haut rein und ciao. Und danke fürs Zusehen an all diejenigen, die es bis hierhin ausgehalten haben. Ich sag mal, wer jetzt in die Kommentare schreibt, Hashtag RoyalKai, der hat das Video bis zum Ende geschaut und der ist eine geile Sau. Würde mich mal interessieren, wer es bis zum Ende geschaut hat. Machen Sie es gut und bye.